Willkommen zu einem weiteren Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, der Grund für das Q&A, also ihr mögt immer sehr gerne Q&As und stellt mir auch wie die witzigsten Fragen. Und ja, ich habe vor ein paar Tagen bei Instagram euch wieder eine Fragebox in die Story gepackt und ihr habt mir wieder ein paar Fragen geschickt. Die gehen wir gleich durch und am Ende gibt es ja noch ein Gewinnspiel für euch. Ich habe ja die 5000 Abonnenten geknackt, ist auch schon wieder ein bisschen her, ich glaube um die 2,5 Wochen. Und wir sind auch schon bei wieder über 5100 Abonnenten. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen, der hier neu auf meinem Kanal dazukommt. Und deswegen möchte ich euch auch was zurückgeben. Und am Ende gibt es dann ein wirklich tolles Gewinnspiel. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen. Aber wir gehen erstmal die Fragen durch. Ich habe sie diesmal nicht sortiert. Beim letzten Q&A habe ich sie ja nach Thema sortiert. Also Privat, Disney, Freizeitparks. Diesmal habe ich sie einfach nur gescreenshottet aus Instagram. Und wir gehen sie einfach peu à peu durch und ich werde auch auf jede Frage eingehen. Das ist der Plan. So, wir fangen an und zwar: Hallo Simone, wie kommst du eigentlich immer auf deine DIYs oder auf die DIYs? Ja, manchmal fällt es mir spontan ein. Oft gucke ich einfach auf Pinterest oder ich gucke mir Reels an. Zum Beispiel das mit den Masken, mit der Hose. Das habe ich tatsächlich als Reel auf Instagram gesehen und gedacht, dass übernimmst du auch und in deinem YouTube-Video mit genauen Erklärungen und natürlich auch aus Reel. Also ich habe im Prinzip die Idee geklaut. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich habe mich inspirieren lassen. Was halt oft der Fall ist, wenn man Content-Creator ist. Man lässt sich inspirieren von anderen, setzt es dann für seinen Kanal um. Man kann auch das Rad halt nicht neu erfinden. Ja, ansonsten, was hatten wir noch für... Also ich habe noch ein DIY, was ich schon lange geplant habe, seit letztem Jahr eigentlich, und das liegt hier die ganze Zeit rum. Das habe ich tatsächlich... von Arbeitskollegen haben sie mich dazu inspiriert, sozusagen, letztes Jahr. Aber es kommt wahrscheinlich dann irgendwann in den kühleren Monaten. Ja, also ich schaue mir immer Instagram an, also Reels oder auf Pinterest oder Google was, und dann fällt mir das irgendwie spontan ein. Oder ich setze es halt für Disney um. Genau, also ganz so kreativ bin ich nicht. Ich lasse mich gerne inspirieren. Welche ist deine Lieblingsattraktion? Ja, ich habe ja nicht die, also ich denke mal, das ist für Disney, also es steht jetzt nicht Disneyland Paris, aber es gibt nicht die Lieblingsattraktion für mich. Es gibt viele Attraktionen, die ich sehr, sehr gerne fahre, unter anderem Big Thunder Mountain, aber auch Tower of Terror liebe ich sehr. Ja, also das sind so die zwei allerliebsten Attraktionen, aber ich fahre auch gern Pirates. Also ich habe viele Lieblingsattraktionen. Aus Walt Disney World fand ich Rise of the Resistance natürlich cool und Mickey's Runrail Railway. Bald dürft ihr es wieder so oft hören. Ich kann schon sagen, nächsten Monat fliegen wir. Ja, ich kann schon sagen, nächsten Monat geht's nach Orlando. Und dann könnt ihr wieder Mickey's Runrail Railway ganz oft hören, dann zusammen mit der Brina. Und ich freue mich schon, mit der Brina zusammen die Attraktion zu fahren. Die ist nämlich so, so schön. Ja, also das ist auch einer meiner Lieblingsattraktionen. Wenn du nur noch ein paar Ohren tragen könntest, zukünftig, welches wäre es? Und deswegen habe ich auch dieses Outfit gewählt, denn es wäre dieses Paar Ohren. Ich habe die Fragen ja vorher schon so ein bisschen gescreent und deswegen habe ich dieses Paar Ohren angezogen. Es verbindet Mickey und Minnie, meine Lieblingscharaktere. Sind Blumen und rosa-lila drin und das sind meine absoluten Lieblingsfarben. Ich liebe rosa und lila und ja, deswegen, wenn ich mich entscheiden dürfte, wären es die Paar Ohren plus, die hier sind ja noch ganz speziell. Ich habe ja im Januar in Orlando den Designer von den Ohren getroffen. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ich verlinke es euch. Den habe ich im Epcot getroffen, als ich rausgegangen bin. Plötzlich sagt die eine, guck mal, sie trägt deine Ohren. Ja, und dann hat er mir die tatsächlich unterschrieben. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ja, sieht man das? Natürlich in Gold unterschrieben, sieht man kaum. Aber ja, der Designer selbst hat mir die Ohren unterschrieben und deswegen machen sie... sind sie nochmal besonders. Plus, sie waren arschteuer. Also, ja, andere Geschichte. Also, sind einer der teuersten Ohren, die ich besitze, aber auch einer der schönsten. Und wenn ich mich entscheiden würde, wären es die Ohren.
Wie steht dein Freund zu Disney und Disneyland? Ja, er ist nicht der größte Disney- und Disneyland-Fan. Wir waren ja einmal zusammen im Disneyland Paris zu Silvester und das hat er auch gesagt, das hat ihm jetzt dann auch gereicht für die nächsten 10 Jahre. Und ja, Disney, er akzeptiert es, er toleriert es. Und zum Beispiel jetzt in der Schweiz habe ich auch ein Disney-Schloss in meinem Schlafzimmer hängen. Ja, wir haben zwei getrennte Schlafzimmer, wenn man das noch nicht wusste. Und wir gucken hier und da auch mal einen Disney-Film zusammen, wenn er in einer guten Stimmung ist. Aber ja, er ist nicht der größte Disney-Fan. Aber ich bin auch der Meinung, das muss ja auch nicht sein, denn jeder hat so sein eigenes Hobby, jeder macht so sein eigenes Ding. Und deswegen finde ich das auch gar nicht so wichtig. Ich habe ja meine Disney-Buddies, mit denen kann ich das ganz gut ausleben, das Hobby. Bleiben die Charaktere Umarmungen auch zu Halloween und Weihnachten? Also zurzeit spricht ja nichts, erstmal noch nichts dagegen. Klar, die Zahlen steigen, also es geht ja, ne, um Kontakte und so. Die Zahlen steigen, aber ich denke mal, dass es auch zu Halloween und Weihnachten so bleibt wie jetzt, dass man die Charaktere treffen kann und auch umarmen kann. Aber das weiß natürlich niemand. Ich kann jetzt auch nicht in meine Glaskugel schauen und sagen, in November wird es so und so aussehen. Das weiß leider niemand. Wir müssen uns aber überraschen lassen, guter Hoffnung bleiben, aber ich bin da sehr guter Hoffnung. Beschreibe deinen Lieblings-Disney-Charakter. Ja, Mickey und Minnie sind meine absoluten Lieblingscharaktere. Klassisch seit Anfang der Disney-Geschichte mit dabei. Und deswegen, ja. Ich finde sie einfach zuckersüß. Ich treffe sie so, so gerne und deswegen das meine Lieblingscharaktere. Wie lange geht es? Der 30. Geburtstag kommt Disney in Paris. Ja, es gibt noch kein offizielles Enddatum von Disney. Hat das also noch nicht kommuniziert. Die Dream and Shine Brighter Show endet ja erstmal zur Halloween-Season. Also bis Ende September läuft noch die Show und sobald die Halloween-Season startet, pausiert die Show. Und es ist auch nicht bestätigt, ob sie nächstes Jahr wiederkommt. Ich vermute es, denn. Ich vermute auch, der 30. Geburtstag geht mindestens 1,5, wenn nicht sogar 2 Jahre. Also den 25. Geburtstag hat Disney auch 2 Jahre gefeiert. Und ich glaube auch den 50. Geburtstag von WDW feiern die auch 2 Jahre. Also mindestens 1,5 bis 2 Jahre. Also ich denke mal, bis Ende 2023 können wir schon noch mit dem Geburtstag, mit dem 30. Geburtstag vom Disney in Paris feiern. Und ich hoffe, dass auch dann ab nach der Christmas Season dann irgendwann Dream and Shine Brighter zurückkommen. Das ist aber auch so eine Frühlings-Sommer-Show. Also da braucht man Sonne, gutes Wetter und man hat einfach sofort gute Laune bei der Show. Würdest du den Holiday Park aktuell empfehlen? Tatsächlich ja. Also der Holiday Park ist wirklich ein super schnuckliger Park. Da kann ich euch tatsächlich empfehlen, guckt bei Groupon nach. Da gibt es nämlich immer Holiday Park-Tickets für 30% günstiger. Also nicht über Holiday Park kaufen, sondern über Groupon. Ist es nochmal ein bisschen günstiger. Ist natürlich auch super für Familien mit Kindern. Es gibt, das Wasserspielbad ist übertrieben gesagt, es gibt diese Fontänen, aber die Kinder lieben es. Es gibt sehr, sehr viele Kinderattraktionen. Aber auch für Erwachsene, GeForce fahre ich sehr, sehr gerne. Skyscream, den Freefall Tower, Rafting. Also es ist wirklich ein super schöner Park. Die Essensmöglichkeiten sind jetzt nicht die besten, also es haut euch nicht vom Hocker. Die Churros jedoch, die sind sehr zu empfehlen. Also Churros auf jeden Fall essen. Ansonsten im Park das Essen, naja, vielleicht könnt ihr euch ja Picknick mitnehmen oder nach Parkschluss irgendwo was essen gehen und spart euch dort das Geld. Geht's weiter? Jetzt muss ich mal gucken. Da, in welchem Monat besuchst du Disneyland Paris wieder und wie oft? Ja, bleiben wir doch direkt bei dem Thema. Was steht in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich so an? Also, ja, ich hole mal meinen Kalender. Da muss ich mein anderes Handy mal kurz holen, denn da sind meine ganzen Termine drin. Also, ja, ich gehe auch darauf an, wann ich das nächste Mal im Disneyland Paris bin und in welchen Monaten. Also, dieses Wochenende, was jetzt kommt, ist Ninas kirchliche Hochzeit. Und da sind wir auch eingeladen mit der Brina und Brinas Freund. Wir gehen da zu dritt hin. Und Nina hat uns sozusagen eingestellt als Videografen. Sie hat uns gefragt, ob wir das ein bisschen filmisch begleiten können. Natürlich, also das wird nicht auf YouTube hochgeladen, das ist nur für sie als Erinnerung. Wir werden ihren schönsten Tag festhalten als Video. Und genau, deswegen, das ist dieses Wochenende geplant. Am Sonntag fahre ich dann noch in die Schweiz. Deswegen wird es dann
unter der Woche ein bisschen ruhiger werden, diese und nächste Woche, weil nicht so viel passiert. In der Schweiz verbringe ich nur Zeit mit meinem Freund. Deswegen kommt am Sonntag auch der Haul dann online, der Juli-Haul. Ja, das ist dieses Wochenende geplant. Nächstes Wochenende geht's auf die Glow. Also ich komme aus der Schweiz wieder, wahrscheinlich am Freitag. Und dann geht's direkt am Freitagabend, fahren wir dann wahrscheinlich schon los Richtung Essen. Das wird ganz schön knapp mit Packen. Ich muss mal gucken. Aber muss ich mein Outfit vorher überlegen. Ja, das ist so bei mir. Koffer rein, Koffer raus, neu packen. Genau, also 13. 14. August sind wir auf der Glow in Essen. Das ist ja eine Beauty-Messe, wenn ihr es nicht kennt. Ich glaube, von DM gehostet sozusagen. Ja, war ich einmal vor Corona irgendwann in Stuttgart mit meiner Freundin. Und danach kam Corona, deswegen hat es danach nicht mehr stattgefunden. Genau, das ist dann da und darauf das Wochenende. 20. 21. August hatten wir eigentlich was geplant an dem Samstag, aber das fällt jetzt ins Wasser, weil wir nur zu zweit wären und dann macht es ein bisschen wenig Sinn. Und deswegen, und dann hat Daniel gesagt, Sven und er würden gerne nach Frankreich fahren, am Samstag eventuell in den Park Asterix. Und Sonntag startet ja die Princess Celebration in Paris. Wir waren ja letztes Jahr schon mal da. Also es ist jetzt keine Season. Es ist halt nur eine Woche. Und das ist auch global wird dieses Princess Celebration Ding gefeiert. Und da hat er gesagt, er würde halt samstags eventuell in den Park Asterix fahren. Und sonntags zur Princess Celebration. Da habe ich gesagt, ja, ich schließe mich einfach an. Genau. Deswegen wahrscheinlich Park Asterix am 20. August und am 21. August Disneyland Paris zum Start der Princess Celebration. Wenn es euch interessiert, was es so gab letztes Jahr, dann schaut gerne nochmal in meinem Video nach von letztem Jahr. Ich denke, es wird schon cool. Outfit steht auch. Ich mache wieder einen Bound, einen Prinzessinnen-Bound. Aber welches? Das verrate ich euch noch nicht. Genau, das ist Frankreich an dem Wochenende. Also das nächste Mal ein bisschen Paris. Zur Frage bin ich im August, am 21. August. Danach das Wochenende, also das letzte August-Wochenende, bin ich wieder in der Schweiz bei meinem Freund. Dann Anfang September, dann ist schon der neue Monat. Das erste September-Wochenende sind wir wieder in Disneyland Paris. Also zwei Wochen, nachdem wir da waren, sind wir wieder da. Und zwar mit meiner besten Freundin. Sie war vor 12, 13, 14, also sie war 12. Als sie das letzte Mal da war. Das ist nicht 12, 13 Jahre her. Es ist ein bisschen länger her. Aber ja, sie war ewig nicht mehr im Disneyland Paris. Und jetzt, sie wurde dieses Jahr auch 30. Und liebt Avengers und Marvel. Deswegen haben wir gesagt, jetzt, wo der Marvel Campus aufhat oder Avengers Campus und Disneyland Paris feiert den 30. Geburtstag, müssen wir unbedingt mal zusammen hin. Das ist das Wochenende vom 2. bis zum 4. September. Und es wird ein sehr attraktionslastiges Wochenende. Also ihr werdet sehr, sehr viele On-Rides und Attraktionen sehen, denn meine Freundin liebt Attraktionen und sie hat auch gesagt, nicht wie immer da so ins Disneyland einfach nur so chillen und ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Nee, ich will auch Attraktionen fahren. Deswegen wird es auch sehr, sehr viele Tipps geben zu Warteschlangen, was macht man zuerst, extra Magic Hours nutzen etc. etc. Wir werden das volle Programm durchziehen, alle Attraktionen durchmachen, mindestens einmal. Und werden euch natürlich in den Vlogs und separaten Videos Tipps geben, wie man am besten viele Attraktionen schafft. Das ist der Plan. Natürlich ist die ganze Crew dabei. Brina, Daniel und Sven kommen mit. Also wir sind eine richtig große Truppe zu fünft. Ich glaube, das wird ein richtig cooles Wochenende. Ja, das ist Anfang September. Dann darauf das Wochenende, am 10. 11. September, habe ich eine Party von der Arbeit. Einem Samstag, einem 10. Ich glaube, die findet in Düsseldorf statt. Also was Privates, sage ich mal so, was jetzt nicht auf YouTube mitbegleitet wird. Es beginnt aber auch das Eifelparkleuchten an dem Wochenende. Und ich weiß noch nicht, vielleicht, ob ich dann am Sonntag hinfahre zum Eifelparkleuchten oder so. Oder mal unter der Woche abends. Ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil darauf das Wochenende, am 16. bis 18. September, kommt mein Freund. Aus der Schweiz hierher. Er war schon einmal hier letztes Jahr. Ja, er kommt nur vielleicht einmal im Jahr zu mir. Ich bin eher öfter in der Schweiz. Aber da kommt, er hat einen Business-Termin in Düsseldorf und kommt danach zu mir fürs Wochenende. Wir verbringen wahrscheinlich das Wochenende dann noch in Kaiserslautern mit Brina und ihrem Freund und wollen was trinken gehen und so. Er liebt ja Kaiserslautern. Er hat ja da studiert. Und deswegen möchte er da unbedingt dann wieder hin. Und ja, deswegen das Wochenende verbringe ich dann mit meinem Freund. Und dann darauf das Wochenende, am 24. September, geht es ja schon nach Orlando.
Ja. Also, dann ist der September auch rum. Und dann noch zur Frage, eigentlich, wann ich eigentlich im Disneyland Paris bin. Dann wieder im Oktober, am 15., 16. Oktober bin ich wieder im Disneyland Paris zur Halloween-Season. Der Start war ja schon 2 Wochen davor. Den verpasse ich leider dieses Jahr. Ich bin ja in Orlando. Aber am 15., 16. möchte ich wenigstens einmal Disneyland Paris dieses Jahr zur Halloween-Season besuchen. Das wird auch der einzige Besuch zur Halloween-Season sein. Denn Ende Oktober zur Party bin ich nicht da. Ich fliege nach Thailand mit meinem Freund und dann bin ich wieder in Disneyland Paris geplant zum Start der Christmas Season am 11. bis 13. November. Das sind die geplanten Disneyland Paris Trips bisher, bis November. Danach gibt es noch kein Datum. So, das war eine sehr ausführliche Beantwortung der Frage, damit ihr mal wisst, was so ansteht in den nächsten Wochen. Was war dein erster Freizeitparkbesuch überhaupt? Ja, das war das Phantasialand. Ich wohne nicht weit von weg, nicht weit von weg, nicht weit weg von hier, vom Phantasialand. Früher war es eine Stunde, jetzt ist es eine Dreiviertelstunde. Und das war so der erste Park, den ich überhaupt besucht habe. Und ich weiß noch, als Kind, das war immer die Stunde, war die längste Autofahrt, die man haben konnte als Kind. Ja, also das war mein erster Freizeitpark, das war das Phantasialand. Wie funktioniert das? Dass man online ein Magic Band bestellt und es dann ins Hotel bekommt. Also ja, wir haben ja, also Brina hat unsere Magic Bands, Magic Band Plus. Da kommt dann genaueres, erkläre ich euch in den WDW-Videos, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber hat unsere Magic Bands online bestellt und die kommen dann ins Hotel. Das habe ich ja im Januar auch probiert, das hat aber nicht funktioniert und ich weiß jetzt auch warum. Man braucht eine VPN-Verbindung. Eine amerikanische VPN-Verbindung, um diese Magic Bands zu bestellen, zu bezahlen und dass sie auch dann ins Hotel kommen. Ähnlich wie bei den Halloween-Tickets oder auch Christmas-Tickets für WDW, man muss eine VPN-Verbindung haben, sonst kann man diese Tickets nicht buchen. Finde ich total doof. Also dieses System, dass man eine VPN-Verbindung braucht. Aber gut, anderes Thema. Ihr könnt zum Beispiel NordVPN runterladen als App und 7 Tage lang kostenlos testen. Also ihr müsst im Prinzip ein Abo abschließen, habe ich auch gemacht. 7 Tage lang könnt ihr es kostenlos testen. Ich habe es dann direkt wieder gekündigt und konnte es trotzdem nutzen. Also ja, über eine VPN-Verbindung könnt ihr die Magic Bands bestellen, ähnlich wie die Halloween-Tickets und auch die Christmas-Tickets, also diese Party-Tickets. Was ist deine Lieblingsseason im Disneyland? Ich glaube tatsächlich Halloween und danach kommt auch Christmas-Season. Obwohl, also ich finde, jede Season hat was Besonderes und da kann ich mich wie bei den Lieblingsattraktionen auch nicht 100% entscheiden, aber Halloween ein bisschen lieber als Christmas, obwohl ich auch Christmas liebe oder die Lion King Season war super und ja, also jetzt der 30. Geburtstag ist ja auch eine Season, finde ich auch toll. Ja, aber Halloween. Planst du mit Brina noch andere kleinere Parks zu besuchen? Ja, also ihr habt jetzt den Plan gehört, der geht bis November. Da ist jetzt kein Besuch von anderen kleinen Parks geplant, aber werden wir bestimmt nächstes Jahr. Dieses Jahr wollen wir noch den Europapark besuchen, irgendwann im Winter. Trips Drill haben wir ja Daniel geschenkt zum Geburtstag, das wird aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr was. Ja, also die Planung habt ihr jetzt gehört. Erstmal sind keine kleineren Parks, also nochmal den Eiffelpark auf jeden Fall zu Halloween und auch eventuell zum Eiffelpark leuchten. Den Holiday Park noch zu Halloween. Und dann ist auch schon wieder Halloween vorbei. Ja, schon aufgeregt wegen Walt Disney World und ein großes Lob. Ich folge dir sehr gerne. Weiter so. Ja, vielen Dank erstmal fürs Lob. Das freut mich immer sehr. Und natürlich bin ich schon aufgeregt. Wie gesagt, man kann jetzt schon sagen, nächsten Monat geht's los. Und es ist gefühlt noch trotzdem noch so weit weg. Aber doch, die Zeit geht so schnell vorbei. Und ich glaube, noch zweimal schlafen und man ist schon da. Gefühl, also die Zeit rennt einfach, finde ich auch zur Zeit. Ja, also ich bin schon sehr aufgeregt. Ich freue mich auch mal dann, ich war ja schon mal da und dann nochmal aus Brinas Augen zu sehen, wie ihr das alles gefällt und es nochmal wieder zu erleben. Jetzt mittlerweile weiß ich ja, wo was ist und ne, kann ja sagen, guck mal da und da müssen wir da hin. Also ich bin ja schon ja, Pro würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß schon so ein bisschen besser Bescheid, als ich noch im Januar da war. Da war ich noch so ein bisschen lost und total overwhelmed mit dem ganzen Eindrücken. Und ja, also ich war wirklich überfordert mit der Größe und den ganzen Parks und den Eindrücken. Und jetzt glaube ich, kann ich es schon auf jeden Fall mehr genießen. Mal kurz mein Video neu starten, weil es schon sehr lang geht.
Ja, weiter geht's. Deine aktuellen Erfahrungen mit Shein. Laut Internet muss man jetzt Bearbeitungsgebühren zahlen. Ohne sehr interessante Frage. Also Bearbeitungsgebühren muss man, glaube ich, ab 150 € bezahlen oder 120. Also es gibt eine Maximalgrenze, ab der ihr Bearbeitungsgebühren bezahlt. Deswegen bleiben meine Shein-Bestellungen immer unter diesem Wert. Das seht ihr aber. Also wenn ihr Sachen in den Einkaufswagen tut und ihr benutzt einen Code, was ihr auch immer tun solltet bei Shein, es gibt immer irgendeinen Rabattcode. Einfach googeln. Und dann seht ihr das, ob da eine Bearbeitungsgebühr auf den Preis draufgeschlagen wird. Dann müsst ihr wieder was aus dem Warenkorb rausholen, eventuell zwei Bestellungen machen und dann bezahlt ihr auch keine Bearbeitungsgebühren. Also es gibt eine Menge, ich glaube, die liegt bei 150 €, aber wenn ihr das wisst, könnt ihr das auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie die Grenze gerade bei Shein ist, müsste ich sonst nachgucken. Wieso wohnst du nicht bei deinem Freund? Ja, wieso wohne ich nicht da? Weil mein Freund in der Schweiz arbeitet. Wir haben ja schon mal zusammen gewohnt, 3 Jahre. Und ich meinen Job hier habe und deswegen kann ich nicht bei ihm wohnen, weil ich zwar viel jetzt aus dem Homeoffice auch arbeiten darf, aber auch natürlich auch ins Büro muss und mein Arbeitgeber ist in Deutschland, deswegen kann ich nicht die ganze Zeit in der Schweiz arbeiten. Deswegen, ja, wohnen wir aktuell nicht zusammen. Die einzige Möglichkeit wäre, ich suche mir einen Job in der Schweiz oder wir heiraten und kriegen Kinder und ich höre auf zu arbeiten, dann könnte ich auch in die Schweiz, dann könnten wir auch wieder zusammen wohnen. Also es ist gar nicht so einfach. Die Schweiz lässt nicht einen einfach einen so rein, ohne Job oder ohne verheiratet zu sein. Also ich könnte jetzt nicht einfach da runtergehen und sagen, hallo, ich bin jetzt hier, ich möchte jetzt hier wohnen. Nein, das geht nicht. Deswegen, ja, ist jetzt seit 2 Jahren so mit meinem Freund, mit der Fernbeziehung, uns stört es überhaupt nicht und wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder ändern in den nächsten Jahren. Mal sehen. Ist deine Mama auch ein großer Disney-Fan? Ja, meine Mama ist, also jetzt nicht so krass wie ich, aber meine Mama mag schon sehr mit auf Kreuzfahrt zu gehen, also auf Disney-Cruises oder auch ins Disneyland Paris. Also vor Corona waren wir wirklich, ich glaube, einmal im Jahr waren wir schon, oder zweimal im Jahr waren wir schon zusammen im Disneyland. Sie liebt es auch und sie agiert auch immer mit den Charakteren und hat zum Beispiel, ich erinnere mich mal, mit Jafar getanzt und Goofy geknuddelt. Also meine Mama liebt auch Disney und Disneyland Paris und vor allem halt auch die Cruises, die sind halt echt Spitzenklasse. Wir überlegen tatsächlich nächstes Jahr im Mai eine Cruise zu machen, die aber sauteuer ist hier in Europa. Also oh, furchtbar teuer. Auf der Dream gefühlt noch teurer als auf der Magic. Ja, sind wir noch nichts gebucht. Wenn wir was gebucht hätten, dann wüsstet ihr es aber auch. Also meine Mama mag auch Disney, zum Glück. Wann hat dich das Disney-Fieber erwischt? Ja, ich bin eigentlich schon immer so ein Disney-Fan, aber ich würde jetzt sagen, ich war vor meinem Studium einmal im Disneyland mit meinem Ex-Freund damals. Das hat er mir geschenkt. Und es war das erste Mal mit 21, glaube ich, war das. Oder mit 20, ich weiß nicht, ich glaube mit 21. Und da fand ich super toll, war auch schon Disney-Fan, wie gesagt, wollte schon immer ins Disneyland Paris, aber dann irgendwie habe ich zu studieren angefangen. Ja, es gab immer Disney-Sachen, aber irgendwie war das nicht so ganz präsent. Und dann, ja, wann habe ich angefangen mit YouTube? Vor 4 Jahren. Apropos, oh, ich habe meinen YouTube-Geburtstag verpasst. Ich habe meinen 4. Geburtstag auf YouTube verpasst. Das war am 31. Juli. Ja, ihr könnt mal gratulieren. Yay, Happy Birthday YouTube-Kanal Moni Maus. Ja, den habe ich jetzt verpasst. Also auf jeden Fall hat mein YouTube-Kanal am 31. Juli sein erstes Video bekommen, mein Primer Call. Und das war vor 4 Jahren. Und so das richtige Fieber hat mich vor 4,5 Jahren gepackt, als wir noch mal ein bisschen in Paris waren, zur Christmas Season. Es war Ende auch vom 25. Geburtstag. Und danach habe ich mich auch mit YouTube beschäftigt, YouTube-Videos geguckt und auch dann mich fürs Run Disney Event angemeldet für September. Und auch dann direkt überlegt, okay, ich kaufe mir eine Jahreskarte. Und ja, und dann, also so richtig vor 4,5 Jahren, würde ich sagen, hat mich das krasse Fieber, das richtig krasse Fieber erwischt. Hochzeit und Kids in Planung. Hochzeit, ist auch nicht so wie in Deutschland, in der Schweiz tatsächlich, wenn man heiraten würde. Man hat steuerliche Nachteile in der Schweiz und es hat auch noch andere Gründe, warum mein Freund nicht so fürs Heiraten ist. Da sind wir gerade noch so am Gucken, wie wir es machen oder halt mit eingetragener Lebenspartnerschaft, mit
Verträgen, aber das ist jetzt alles hier ein bisschen too much. Also Hochzeit, obwohl ich gerne eine Hochzeit hätte, weil ich einmal ein weißes Kleid gerne anhätte. Mal sehen. Kinder sind definitiv in Planung. Wann? Schauen wir mal, wann es sich ergibt, würde ich mal sagen. Dein absolutes Lieblingsland. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf Disneyland Paris oder generell bezogen ist. Ich beantworte einfach beides. mein Lieblingsland im Disneyland Paris ist das Fantasyland. Mag ich sehr gerne, wegen Rosa und dem Schloss und so. Also ja. Ansonsten mein Lieblingsland generell, muss ich sagen, ich habe nicht das Lieblingsland, das ist immer bei mir. Ich kann mich nicht auf eins festlegen, ihr seht das schon. Aber Asien mag ich sehr gerne. Also ich war jetzt schon öfter in Asien und die asiatischen Länder finde ich super. Ich liebe das Essen, die Kultur, diese andere Lebenseinstellung. Ja, also Asien finde ich schon sehr interessant. Also ich war schon mal in Thailand, in Kuala Lumpur, in Singapur. Ja, also ich bin schon viel rumgekommen. Weißt du, wie im Disneyland Paris die Buchung eines Hotels als Affinity Pass Inhaber funktioniert? Ja, einfach über die Hotline. Einfach die Hotline anrufen, sagen, ihr habt eine Infinity Pass Karte und ihr würdet gerne ein Hotel buchen mit dem Jahreskartenrabatt. Ganz einfach. Der schönste Urlaub bisher, der nichts mit Disney zu tun hatte. Da kann ich mich auch schwer festlegen auf eins, muss ich sagen. Ich mochte alle AIDA-Kreuzfahrten, die ich bisher gemacht habe. Ich bin ja neben Disney auch großer AIDA-Fan. Jetzt seit Corona tatsächlich nicht mehr gefahren. Aber wir planen nächstes Jahr auch eventuell eine Route zu machen. Und ja, also alle AIDA-Kreuzfahrten waren sehr besonders. Vor allem die von direkt von Bangkok nach Bangkok. Ich glaube schon, ja. Und dann hatten wir halt Singapur, Kuala Lumpur, Thailand dabei. Das war eine richtig schöne Route. Und dann aber auch die Route von Mauritius auf die Seychellen und Madagaskar. Das war auch richtig schön. Und die ABC, also die Karibik-Kreuzfahrt mit den ABC-Inseln. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal so eine AIDA-Kreuzfahrt oder generell, muss ja nicht AIDA sein, eine Kreuzfahrt zu testen. Weil ich finde es mega. Man besucht so viele Orte. Klar, man hat eventuell nur ein oder zwei Tage. Aber ich finde es trotzdem mega schön und man sieht sehr, sehr viel. Was sollte man beim ersten Besuch auf jeden Fall machen? Ach, das ist auch immer so eine schwierige Frage von euch. Es kommt natürlich auf eure Präferenzen drauf an. Also wollt ihr Attraktionen machen? Wollt ihr Charaktere treffen? Was man auf jeden Fall machen sollte, ist zurzeit die Dream and Shine Brider Show sehen. Lion King Show ist auch immer sehenswert. Attraktionen wie Tower of Terror, Big Thunder Mountain, also ne, das ist immer auf der To-Do-Liste, würde ich sagen, bei einem Erstbesuch. Ansonsten ist es halt schwierig zu sagen, was man bei einem ersten Besuch auf jeden Fall machen sollte. Aber ich habe eine Idee, das machen wir gleich mit dem Gewinnspiel, die Frage. Dann könnt ihr nämlich eure Erfahrungen von eurem ersten Besuch, wenn ihr schon mal da wart, unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch nicht da wart, könnt ihr ja trotzdem, was ihr vielleicht machen würdet, und reinschreiben. Das machen wir gleich. Ich hatte nämlich noch keine Frage fürs Gewinnspiel. Das ist gut. Guckt sich dein Freund auch deine Vlogs an, wenn er Sehnsucht hat oder so? Manchmal, aber ich glaube jetzt nicht so aktiv. Er lässt sie dann für die Watchtime, lässt er die, glaube ich, dann manchmal laufen, wenn er sich dran erinnert oder so, aber ich glaube nicht, dass er jetzt aktiv jeden Vlog von mir guckt, weil ihn das Thema halt auch nicht interessiert. Er wird halt dann vielleicht eventuell mich sehen, aber so Disneyland Paris Vlogs interessieren ihn halt auch nicht. Ne? Deswegen guckt er sich das auch nicht an, wenn er nur so im Hintergrund, dass es halt abläuft und ich den Klick und den Like bekomme oder so. Wie hast du Daniel, Sven und Brina kennengelernt? Ja, die Frage kommt ja auch sehr oft. Wie haben wir uns kennengelernt? Daniel und Brina habe ich über Instagram kennengelernt. Brina habe ich auch bei der Glow in Stuttgart mal kurz gesehen. Wir haben uns immer mal wieder so kurz gesehen im Park oder da oder hier. Und dann immer auch kurz gequatscht, aber nie so wirklich dann viel miteinander zu tun gehabt. Und seit Corona hat sich das gefestigt. Da hatten wir mehr Kontakt auch mit anderen Leuten aus der Disney-Community.
Und ja, so sind wir sozusagen zusammengeschweißt mit der Brina. Daniel fast genauso, also fast ähnlich. Wir hatten über Instagram Kontakt. Und dann an Halloween vor Corona, ich glaube am 26. Oktober, genau. Ich habe mit Daniel Jahrestag, einen Tag vor meinem Freund, den Jahrestag mit vor meinem Freund. Also am 26. Oktober 2000, was war das jetzt? Dann wird es jetzt 3 Jahre sein. 2019, ja. Ich glaube, Oktober 2019 haben wir uns das erste Mal dann im Park gesehen. Wir haben für den Phantom Manor Schlüssel zusammen angestellt und dann gequatscht. Und dann haben wir uns immer öfter getroffen. Und halt auch seit Corona ist es fester geworden. Also seit Corona sind wir sozusagen in unserem Gespann dicker geworden. Wir haben uns öfter getroffen. Also nicht dicker geworden vom, ne? Also, oh Gott. Unsere Freundschaft hat sich, ist dicker geworden. Ich schreite mich gerade wieder ins Fettnäpfchen rein. Ja, also unsere Freundschaft hat sich verstärkt durch Corona. Wir haben viel mehr telefoniert abends, weil, ne, was hätte man auch sonst machen können während Corona als telefonieren und quatschen. Und so haben wir uns näher kennengelernt und dann haben wir uns auch verabredet für andere Parks, weil natürlich wir auch sehr nah beieinander wohnen. Das hat sich natürlich sehr ergeben. Ja, und Sven, der kam einfach mit Daniel dazu. Sven ist ähnlich wie bei mir die Daria, ein langjähriger Freund von Daniel. Den Daniel dann einfach, also Daniel ist vorher schon mit Sven oft alleine gefahren und dann sind wir ja öfter zusammengefahren, dann hat er einfach den Sven mal mitgenommen, so wie ich einfach Daria mal mitgenommen habe und ja, so kam auch Sven dazu. So sieht's aus. Bist du im Oktober im Disneyland? Wenn ja, wann? Habe ich ja eben schon erwähnt, am 15. und 16. Oktober bin ich wahrscheinlich im Disneyland, außer ich komme aus Orlando nicht wieder oder so. Ich bleibe einfach da. Was war für dich der bisher wundervollste Moment insgesamt aus den Parks? Das war tatsächlich nach der ersten und nach der zweiten Wiedereröffnung nach Corona wieder durch die Main Street zu laufen und die Cast-Member, da muss ich jetzt auch schon wieder, kriege ich einen leichten Kloß im Hals, wo die Cast-Member dann einen begrüßt haben mit der schönen Musik und man wieder im Park sein durfte nach so einer langen Zeit, wo der Park geschlossen war. Das war einfach sehr, sehr emotional für mich und in dem Vlog habe ich ja auch geweint, wenn man sich den nochmal angucken will. Es war wirklich sehr emotional für mich und das war einer der wundervollsten Momente, wieder vor Ort zu sein im Disneyland Paris, trotz den ganzen Regeln mit Maske und keine Ahnung was, war es einfach wunderschön. Ich sehe schon, das Q&A wird ewig lang. Ihr seid so oft im Disneyland. Die Frage ist nicht böse gemeint, wie schafft ihr das mit der Maut? Also die Frage ist nicht böse, also finde ich jetzt nicht irgendwie böse gemeint. Wie schaffen wir das mit der Maut? Also erstmal fahren wir meistens nicht alleine, mindestens zu zweit, auch oft zu viert in einem Auto. Das heißt, wir teilen uns die Maut natürlich durch zwei oder durch vier. Und es gibt tatsächlich eine Route, wenn wir uns in Luxemburg treffen, dass man durch Belgien fährt, also Luxemburg, Belgien, Frankreich. Und da zahlen wir tatsächlich pro Strecke nur 11 Euro. Ja, es sind ungefähr 11 Euro. Und dann durch zwei sind es halt irgendwie 5,50 Euro pro Person. Und dann hin und zurück, da zahlt man halt 11 Euro pro Person, wenn man zu zweit fährt für die Maut. Also das geht völlig. Und wenn wir zu viert fahren, halt durch vier. Ne? Klar, es gibt auch Routen, die sehr, sehr teuer sind. Brinas Route zum Beispiel aus Kaiserslautern ist einer der teuersten. Ich glaube, da zahlt sie 60 Euro für hin und zurück. Ja, dann, wenn man alleine fährt, ist es natürlich teuer. Aber wenn man dann auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert fährt, kann man sich das ja dann auch gut aufteilen. Also ja, so schaffen wir das mit der Maut. Oder war die Frage gemeint, wie man das, also wie man die Maut bezahlt? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also ja, wie schafft ihr das mit der Maut? Ansonsten, ja, wie man das schafft, man fährt, es gibt verschiedene Stationen. Es gibt eine Station, wo ihr nur ein Ticket bekommt, da fahrt ihr ran, zieht ein Ticket raus und fahrt weiter, dann öffnet sich die Schranke. Und an der nächsten Station müsst ihr dann das Ticket reinstecken und einfach bezahlen, mit Karte oder auch bar. Ganz einfach kurz erklärt. Hast du Schleichwege, wie du durch Disneyland Paris kommst? Ja, es gibt Schleichwege. Da könnte ich mal irgendwann ein Video dazu machen tatsächlich. Zum Beispiel an der Main Street, wenn man ins Frontierland will, gibt es einen Schleichweg, aber auch hinten durchs Adventureland. Ja, muss man ein Video wahrscheinlich von machen, damit man das auch euch besser zeigen kann. Wer ist dein Lieblingsbösewicht? Ich mag sehr gerne Maleficent. Und ich kann wieder, ihr seht wieder, ich kann mich nicht entscheiden.
Also Maleficent mag ich sehr gerne, Cruella mag ich sehr gerne, aber auch Gaston. Ja, das sind so meine Lieblingsbösewichte. Was wolltest du als Kind werden? Ja, ich wollte schon immer als Kind Stewardess werden. Flugbegleiter. Schon früh habe ich mir so einen Koffer, wollte ich, habe ich immer schon so einen Koffer hinter mir hergezogen. Also tatsächlich ist das immer noch so, also jetzt nicht mein Wunsch, Traumberuf, aber Nina ist ja Flugbegleiterin. Und als sie dann uns erzählt hat von ihrem Job und ne, was sie so gesehen hat, da muss ich sagen, oh, so im Nachhinein wäre ich auch schon gerne mal noch so Flugbegleiter. Und sie meint, das machen auch welche nebenberuflich oder so. Ich sagte, oh ja, so nebenberuflich Flugbegleiter? Nee. Wird wahrscheinlich nichts mehr aus in meinem Leben, aber ich wollte als Kind unbedingt Flugbegleiter werden. Wie viele Tage hast du Urlaub gefühlt? 100 Tage. Ja, schön wär's. Nee. Tatsächlich, wie wahrscheinlich jeder andere Mensch, ich habe 27 Urlaubstage. Bei meinem alten Job hatte ich 30, also jetzt habe ich sogar drei weniger seit 1,5 Jahren. Und ich habe einen ganz normalen Bürojob, also von Montag bis Freitag bin ich am Arbeiten, entweder im Homeoffice oder halt im Büro. Und habe natürlich die Wochenenden frei. Das heißt, die Wochenenden, wenn wir irgendwas unternehmen, muss ich mir nicht frei nehmen. Und für meine Urlaube wie Orlando oder jetzt zur Avengers Campus Öffnung am Mittwoch oder was habe ich noch dieses Jahr gemacht? Bin ich noch irgendwo nicht. Zweimal Orlando, das reicht. Ach, Thailand. Da nehme ich natürlich normale Urlaubstage von der Arbeit. Die sind auch dann jetzt komplett ausverkauft, ausgebucht. Die 27 Tage sind weg für zweimal Orlando, Thailand und einen Tag Avengers Campus. Und die Zeit, die ich bei meinem Freund verbringe, wenn ich bei meinem Freund bin, da arbeite ich aus dem Homeoffice raus. Deswegen da ist kein Urlaub. Wann warst du allererste Mal im Disneyland? Das habe ich ja eben schon erwähnt, mit 21. Das ist 9 Jahre her, fast 10 Jahre. Mit meinem Ex-Freund damals hat er mir geschenkt. Ja, das war's tatsächlich. Yay! Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf das Gewinnspiel ein und nochmal auf die Frage, was sollte man beim ersten Besuch auf jeden Fall machen? Also das ist eine Bedingung für das Gewinnspiel, wie ihr daran teilnehmen könnt. Also erstmal müsst ihr natürlich meinen Kanal abonnieren, das Video liken und einen Kommentar hinterlassen. Was sollte man bei einem ersten Besuch auf jeden Fall machen? Das sind die drei Bedingungen. Plus, ich brauche unbedingt einen Facebook-Namen, einen Twitter-Namen oder einen Instagram-Namen, weil ich sonst euch nicht kontaktieren kann. Beim letzten Gewinnspiel war das tatsächlich so, wenn ihr euren Instagram-Namen reingeschrieben habt, hat das YouTube als Spam gesehen. Das heißt, versucht es irgendwie in Klammern zu schreiben oder wenn ihr seht, euer Kommentar taucht nicht auf, versucht es nochmal zu kommentieren, weil irgendwie, wenn der Instagram-Name drin ist, sieht das YouTube als Spam. Aber nicht immer. Also, wenn ihr euren Kommentar schreibt, guckt, ob er auch wirklich auftaucht unterm Video oder ja. Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt. Ansonsten Facebook-Name oder wie gesagt, Twitter geht auch. Ja, und was könnt ihr eigentlich gewinnen? Und zwar könnt ihr, ich habe es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, dieses wunderschöne Mickey-Bild gewinnen. Ja, das gab es jetzt von Madame Hubert, so heißt die Designerin. Die hat verschiedene Bilder gemalt für das Disneyland mit verschiedenen Designs und ich habe mich für das entschieden. Ein Klassiker, mein Lieblingscharakter Mickey plus dem Schlüssel vom 30. Geburtstag. Ihr seht's, er hält ihn in der Hand. Und ja, das könnt ihr einmal gewinnen. Hier hinten steht auch noch was zur Künstlerin. Ja, also das könnt ihr einmal gewinnen. Wie gesagt, die drei Bedingungen: meinen Kanal abonnieren, das Video liken und unten kommentieren, was ihr beim ersten Besuch auf jeden Fall machen würdet. Und wie gesagt, Instagram, Facebook oder Twitter-Namen. Sonst kann ich euch leider nicht kontaktieren. Ja, das war's. Das sind die Bedingungen und das war mein Q&A. Viel Glück, viel Spaß beim Mitmachen und das Gewinnspiel. Ach so, wie lange läuft das denn eigentlich? Ich muss mal kurz aufs Datum gucken. Was haben wir denn? Was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der, okay, 2. August, wenn das Video online geht. Ich würde sagen, es läuft bis zum 10. August, also eine Woche und einen Tag. Bis nächste Woche Mittwoch läuft das Gewinnspiel und dann werde ich den Gewinner kontaktieren über die jeweilige Plattform. Also Daumen sind gedrückt. Alle Konditionen findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und das war's. Ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!